Die Wettfreunde mit der Vorschau auf das DFB-Pokalfinale. Hallo Jan. Hallo Olli. Ja, die Bayern sind zur allgemeinen Überraschung Meister geworden, zum 30. Mal. Problem, sie haben erst 19 DFB-Pokaltitel, da muss dringend nachgebessert werden. Gute Gelegenheit gibt es jetzt am Samstag, wenn es gegen die Werkself geht im Berliner Olympiastadion. Wie sieht's aus, Jan? Ja, da tritt mit Leverkusen ein allseits bekannter, ambitionierter Herausforderer an, natürlich. Wäre auch schön, wenn andere Mannschaften sich mal für gute Arbeit oder tollen Fußball auch mal mit einem Titel belohnen könnten, aber die Bayern blockieren ja gerade alles. Also die bolzen ja auch alles weg, was gerade ihnen vor die Flinte läuft. Seit der Rückrunde ungeschlagen, alles gewonnen. Da könnte man schon mal überlegen, ob man da nicht vielleicht doch die European Super League doch nochmal aufwärmt, dass die Bayern raus sind aus der Bundesliga, damit dann die ja auch gerade mit Mannschaften wie Hoffenheim und Heidenheim zu einer besseren Regionalliga verkommt. Oder dass man vielleicht eine Wurstliga-Sausage-Party mit Hoeneß und Tönnies macht. Aber ansonsten kann ich mir schwer vorstellen, dass irgendeine andere Mannschaft gerade mal etwas gewinnen könnte, außer der FC Bayern München. Und so sieht das auch im Pokalfinale aus. Tja, in der Tat steht gerade die Werkself, was Titel angeht, ja nun schon seit Jahrzehnten auf dem Schlauch. Haben eigentlich nur 3 größere Cups gewonnen. Spannenderweise gibt es 2 davon gar nicht mehr. Also 88 war es der UEFA-Pokal. 1994 das Hallenmasters. Ja, oh. Hallenfußball war mal ja eine große Nummer. Mit der Jogginghose. Ja. Was bleibt, ist der Pokalsieg 1993. Ja, und seitdem haben sie sich ja konsequent auf 2. Plätze verlegt. Also wir erinnern uns da an das 3-fache Vizejahr 2002, ja, wo dann innerhalb von 2 Wochen alles dahin ging, eben auch unter anderem der DFB-Pokal, damals gegen Schalke, hatten dann 2009 nochmal einen vergeblichen Finalanlauf gegen Bremen genommen. Ja, und jetzt ja, hatten sie einerseits Glück, dass sie im DFB-Pokal bis jetzt sehr dankbare Gegner hatten, sind überhaupt nur auf 2 Erstligisten getroffen. Ja, Paderborn und Union Berlin, beide auch noch daheim. Das hat gerade so gereicht. Im Halbfinale dann eine völlig uneingespielte, viertklassige Truppe aus Saarbrücken vor die Nase gesetzt bekommen. Besser geht's eigentlich nicht. Die Hallenmasters. Ja, und dann, gerade wenn sie so einen schönen Lauf haben, kommen jetzt im Finale die Bayern. Und das ist natürlich bitter, weil ja, die Bayern haben sich ja auch in diesem Jahr zwar auf dem Weg ins Finale nicht mit Ruhm bekleckert, hatten ja nur in der ersten Runde einen 3:1 Kantersieg in Cottbus gefeiert. Danach auch alles nur mit einem Torvorsprung gewonnen. Das kennen wir aber auch aus dem letzten Jahr. Da war auch maximal ein Torvorsprung, wenn es nicht noch über die Verlängerung ging. Unter anderem gegen die internationalen Größen aus Rödinghausen und Trochtersen. Ja, und nachdem sie diese Hürden übersprungen haben, ging es dann im Finale gegen die Luschen von RB Leipzig. Und das war natürlich kein Problem, glattes 3:0. Und das zeigt wieder, die Bayern sind eine Finalmannschaft. Und ja, alles, was bis dahin war, kann man vergessen, wenn es drauf ankommt. Ja, dann sind sie da und Leverkusen traditionell eben nicht. Ja. Insofern erklären sich dann auch die Wettquoten der Buchmacher. Ja, Sieg nach 90 Minuten für die Bayern bringt eine 1,32, Unentschieden 6,5, ein Sieg der Werkself 9,0. Und wenn es nur nach der Titelquote geht, also ja, wo es dann egal ist, ob es jetzt ein Sieg nach 90 Minuten nach Verlängerung oder im Elfmeterschießen ist, es ist dann noch knapper, 1,16 gerade mal noch gibt es dann. Ja, für den Bayern-Sieg, für den 20. Pokalsieg. Hm. Vielleicht wird ja auch Kai Havertz der neue Michael Ballack in jeglicher Hinsicht. Hm? Ja, von verbalen Fähigkeiten her ist er weit voraus, sogar schon mit seinen 19 Jahren. Das ist anzuerkennen. Muss natürlich sagen, dass die Erwartungshaltungen jetzt an ihn natürlich nicht so hoch sind wie damals an Ballack. Havertz wird von den Wettanbietern jetzt echt nicht als entscheidender Faktor angesehen, muss man sagen. Wenn man sich zum Beispiel die Torschützenwetten anguckt, da gibt es ja für einen einfachen Treffer von Havertz schon mindestens eine 2,5, wohingegen es zum Beispiel für einen Treffer des Bayern Oliver Batista Meyer, der es mit seinen 19 Jahren auf exakt 15 oder 16 Bundesliga-Pflichtspielminuten bringt, also ja, einmal gegen Düsseldorf eingewechselt worden, ja, trifft der jetzt im Finale, gibt es nur 2,2. Und, klingt wieder ein Namensvetter. Ja, das klingt wieder ein Namensvetter, der in Neukölln in der Kneipe arbeitet, ne?
Ja, Oliver Barista Meier. Ja, vielleicht bringt das jetzt auch auf ein paar Finalminuten und spielt da eine kleine Quote ein. Aber das ist natürlich schon eine Art Majestätsbeleidigung denn, ne, für die Größen der Werkself, wenn man sich das anschaut, die Erwartungshaltung. Und das ist im gewissen Sinne auch möglicherweise ungerecht, weil wenn man der Werkself doch eins zugute halten kann, dass sie fast immer treffen. Zum Beispiel in den letzten 7 Duellen zwischen Bayern und Leverkusen wettbewerbsübergreifend haben immer beide Mannschaften getroffen. In 6 dieser 7 Spiele gab es sogar mindestens 4 Tore. Das heißt, torreiche Partie ist eigentlich angesagt. Das drückt dann auch die Über- und Unterquoten aus. Für über 2,5 gibt es gerade mal eine 1,34. Also einen feuchten Händedruck quasi. Für eine über 3,5 dann immerhin schon eine 1,9. Das heißt, bewegt sich es im Schnitt, kann man da durchaus was mitnehmen. Problem ist natürlich, dass Pokalspiele, gerade Endspiele, ja eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Leverkusen hat jetzt gerade gegen Top-Mannschaften öfter mal so ein paar Dinge an sich gefangen. Dass doch damit zu rechnen ist, dass sie es vielleicht ein bisschen defensiver angehen, um wenigstens so lange wie möglich Spannung hochzuhalten. Liegt ihnen ja nicht, ne? Also Peter Bosch ist ja auch für ein Offensivfeuerwerk immer bekannt. Und Leverkusen hat ja auch eine durchaus gute Mannschaft. Da sind ja auch mit dem Bender-Zwilling oder mit Diaby finde ich sehr gut. Also, und Volland ist ja auch ein solider Stürmer. Die hat ja durchaus eine gute Truppe, die auch natürlich immer schön Offensivfußball spielen kann. Weiß nicht, ob da vielleicht bei so Werkselfen es immer mal so Mentalitätsprobleme im Finale gibt. Aber na gut, Wolfsburg hat ja auch schon mal einen Pokal gewonnen. Meisterschaften, ja. Manchmal klappt das ja doch. Also Leverkusen natürlich nicht chancenlos. Wäre Bayern München nicht, wären sie jetzt auch in der Champions League. Und der Abstand zu Platz 6 zu Hoffenheim, der ist ja dann doch beträchtlich. Also Leverkusen hat die Saison durchaus ansprechenden Fußball gezeigt. Ja, in der Tat nur haarscharf die Champions League verpasst. Nach einer insgesamt sehr ordentlichen Saison, muss man wirklich sagen. Gerade der erste Teil der Rückrunde hat sich sehr verheißungsvoll gestaltet. Und gerade gegen die Bayern war es jetzt auch nicht aussichtslos zuletzt. Ja, in den letzten beiden Spielzeiten hatten sie jeweils ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Insofern kann man da vielleicht noch nicht von Augenhöhe sprechen, aber zumindest hatten sie doch da immer eine Idee und einen Plan. Und der ist manchmal auch aufgegangen. Ja. Aber wie die Geschichte eben lehrt, die Bayern sind wirklich eben eine Endspielmannschaft, die dann gerade im nationalen Maßstab da ist, wenn es drauf ankommt und es nicht gerade gegen künftige Trainer von Eintracht Frankfurt geht, dann könnte es vielleicht daneben gehen, aber in diesem Fall ist das ja nicht so. Und Leverkusen ist eben auf 2. Plätze abonniert, die haben da einen Knacks in ihrer Vereins-DNA und dass das nur gerade gegen die Bayern funktionieren soll. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, mit Blick auf die torreiche Vergangenheit der direkten Duelle kann ich nur sagen, Sieg Bayern, beide Mannschaften treffen. Eine schöne Quote sollte man nicht unter 2,4 tippen, die findet man auf jeden Fall bei den Top-Wettanbietern. Schaut auf jeden Fall auf die Quotenvergleiche bei den Wettfreunden.net. Wir haben alle Informationen zum Spiel, machen euch auch noch mit weiteren Statistiken und Informationen fit für das Endspiel. Und da es jetzt am Wochenende nicht nur DFB-Pokal gibt, sondern auch noch sehr viele internationale Ligen, melden wir uns morgen nochmal bei euch mit der Schnellraterunde und dem Streifzug durch die europäischen Top-Ligen.